What the fuck? Ladies and gentlemen, please don't freak. We're gonna find a storm. Hulk shit. And what's going on with the sirens? What the? Uh-oh, that's emergency. Oh shit, I better listen now. What the fuck? We got flare rate and we got a tornado danger? Oh, please not. Oh god. Oh, the news will be time now. Wait, what? Es ist kaum zu glauben, aber wir haben tatsächlich Tornado-Gefahr in der Nacht zum Donnerstag und das auch noch im Februar und ja auch noch in der Nacht. Also, die Tornado-Gefahr ist ganz klar an Gewitter gebunden und die treten nur an der Kaltfront auf. Das heißt, dort, wo die Kaltfront ist, haben wir Tornado-Gefahr oder eine erhöhte Tornado-Gefahr. Das bedeutet, um 20 Uhr kommt diese Kaltfront. Die liegt dann ungefähr auf einer Linie von Emden bis nach Kiel. Von 21 bis 22 Uhr geht das Ganze weiter dann nach Süden und erreicht ungefähr die Höhe Bremen, Hamburg, Rostock. Und das ist immer mit ein bisschen Unsicherheit verbunden, zeitlich und auch räumlich. Das zieht dann weiter nach Süden. So von 22 bis 24 Uhr erreicht es ungefähr eine Linie vom Münsterland bis hart nördlich von Berlin. Und da ist auch die Region Hannover dann mit betroffen. So von 0 bis 2 Uhr sieht es so aus, als wenn das Ganze ein bisschen ausfranst. Das Ganze wird ein bisschen breiter, also ein breiter Streifen von Köln bis rüber, ja, bis rüber nach Leipzig ist betroffen und dann in der zweiten Nachthälfte konzentriert sich das eher in Richtung Sachsen. Also von 2 bis 4 Uhr geht es dann ins nördliche Sachsen und von 4 bis 6 Uhr hören dann die Gewitter irgendwann auch auf und damit nimmt auch das Tornado-Risiko ab. Insgesamt muss man sagen, dass das Tornado-Risiko im Osten größer ist als im Westen und das liegt an der Windscherung. Das können wir uns hier angucken, da sehen wir, wo das Gefahrengebiet ist. Also man kann ganz klar sagen, im Osten ist die Gefahr deutlich größer als im Westen. Ausschließen kann man es im Westen aber auch nicht, dass dort mal ein Gewitter auftritt und dass dann eben dort auch Tornados möglich sind. Also bitte bleiben Sie vorsichtig. In der Nacht kann es tatsächlich sein, dass sehr starke Winde auftreten. Und auch wenn die Tornado-Gefahr abnimmt, heißt das nicht, dass der Sturm abnimmt. Denn nach wie vor sind auch Windböen bis zu 120 km/h möglich, denn um 6 Uhr ist der Sturm noch nicht vorbei, sondern wir haben noch den ganzen Donnerstag vor uns. Damn it.